Boom, ihr Freunde, und herzlich willkommen zum heutigen Daily Deep Dive. Heute mal aus meinem kleinen, winzigen Hotelzimmer. Leider nicht mehr auf Bali, sondern inzwischen in Berlin. Ich bin für unser Business Lift Off Event am Wochenende jetzt hierher geflogen. Und was jetzt bei mir als nächstes ansteht, meine Sachen sind schon gepackt. Ich fahre jetzt für 3 Tage an die Ostsee. Und was ich dort mache, ist die Personifikation von meiner wahrscheinlich Lebensphilosophie, Erfolgspsychologie, Philosophie. Völlig durch. Die letzten Tage waren sehr, sehr crazy. Was ich eigentlich nur damit sagen möchte, ist Folgendes. Und zwar, in den Extremen geschieht für mich persönlich die Magie. Das bedeutet, ich versuche nicht in jeden einzelnen Tag alles reinzupacken, was mir wichtig ist, sondern ich gehe voll in die Extreme. Den einen Tag voll in den einen Modus, den nächsten Tag voll in den anderen Modus. Und so habe ich die letzten Tage richtig Vollgas gegeben, von morgens bis abends richtig Gas gegeben. Und jetzt haben wir Montagmittag, bin ich für die nächsten 3 Tage bis zum Donnerstag komplett off. Ich mache gar nichts Produktives für mein Business. Ich check keine Nachrichten, ich mache keinen Content, ich mache keine Insta-Stories, ich habe keine Meetings und so weiter. Ich unterbreche es nur einmal ganz kurz, weil ich einen Call mit unserer All-In-Gruppe habe, das ist schon vorher gescheduled, aber ansonsten habe ich nichts. 3 Tage lasse ich komplett den Ball los und mache nichts Produktives, sondern gehe einfach nur komplett intuitiv mit dem Flow. Normalerweise, sieht mein Kalender gerade, normalerweise habe ich wirklich alles durchgeplant, von morgens bis abends, richtig akribisch mit dem Kalender, alles was mir wichtig ist, zack, strategisch durchgeplant. Aber dann nehme ich mir solche Phasen, so wie jetzt gerade, wo ich überhaupt nichts plane. Und es ist so wichtig, diese beiden Pole zu haben, diese beiden Extreme. Und die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie zu sehr in der Mitte unterwegs sind. Und sagen dann, okay, ich will ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen intuitiv, ein bisschen planen und so weiter. Und am Ende kriegen wir weder irgendwas Produktives auf die Kette, noch hatten wir einen richtig geilen Tag, noch fühlen wir uns erfüllt. Und das sind für mich so diese Abfuck-Tage, wo man abends ins Bett geht und denkt, ich war irgendwie den ganzen Tag busy, aber irgendwie habe ich nichts geschafft und geil war es auch nicht. Und das vermeide ich, indem ich in den Extremen bin, indem ich den einen Tag von morgens bis abends richtig Gas gebe für mein Business, voller Fokus und dann solche Dinge mache wie jetzt, wo ich 3 Tage an die Ostsee fahre und überhaupt nichts Produktives mache und komplett intuitiv mit dem Flow lebe und dadurch natürlich nochmal auf einer tieferen Ebene mich mit mir selbst verbinde und dadurch dann auch wieder ganz viele spannende Ideen rauskommen. Und wenn ich aber sage, okay, in der ersten Hälfte des Tages gebe ich Vollgas und in der zweiten Hälfte des Tages gehe ich in den Modus, würde es für mich bei weitem nicht so gut funktionieren, wie wenn ich wirklich den einen Tag so, den anderen Tag so. Das heißt, die Magie für mich persönlich passiert in den Extremen. Passiert dann, wenn ich richtig tief tauchen kann in einen Modus und dann am nächsten Tag oder nächste Woche richtig tief tauchen kann in den anderen Modus. Und das mache ich auf der einen Seite im Kleinen, so wie jetzt. Die letzten paar Tage war es so und die nächsten paar Tage steht so an. Aber das mache ich auch im Großen. Und zwar 2-mal im Jahr nehme ich mir mit Loa zusammen 3 bis 4 Wochen, wo wir uns sehr aus den ganzen operativen Dingen rausziehen und wirklich super intuitiv, super auch Revue passieren lassen, auch neue Ideen sammeln und so weiter und in einem ganz anderen Modus als bam, 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 strukturiert von morgens bis abends durchgeplant. Einmal im Dezember, einmal im Juni. Das heißt, 2-mal im Jahr, alle 6 Monate steht so eine längere Phase an, wo wir komplett ins andere Extrem gehen und dann sind wir recharged, sind inspiriert, haben richtig Bock, sind voller Feuereifer, um dann wieder die nächsten 5 Monate richtig Gas zu geben. Und dieses in den extremen Leben ist für mich, glaube ich, einer meiner größten Wins der letzten Jahre, hat für mich in meinem Leben alles verändert. Anstatt, dass ich versuche, alles in jeden Tag oder alles in jede Woche oder vielleicht sogar alles in jeden Monat zu packen, sage ich mir, okay, in welchem Modus befinde ich mich gerade und dann kann ich da voll eintauchen und danach ist dann auch wieder ein anderer Modus dran. Und am Ende ist alles, was mir in meinem Leben wichtig ist, Teil von meinem Leben, aber eben nicht alles gleichzeitig. Und das gibt mir eine Menge Ruhe, nimmt mir eine Menge Druck und vor allem gibt mir eine Menge Produktivität und gibt mir eine Menge Happiness und eine Menge, ich kann im Moment sein. Und diese Achtsamkeit auf den aktuellen Moment, weil wir mit 110% Fokus, auch einer unserer Werte in unserem Code of Honor, die wir in unserem Unternehmen sehr, sehr hoch hängen, der Wert 110% bedeutet der volle Fokus auf das, was jetzt gerade ist. 110%iger Fokus auf das, was jetzt gerade ansteht. Und das ist ein riesen Gamechanger für mich, für das gesamte Team. Daran reminden wir uns immer und immer wieder. In diesem Sinne, ich düse jetzt mal los, mache mir 3 wundervolle Tage. Deswegen gibt es auch in den nächsten Tagen keine Daily Deep Dives, denn das bedeutet natürlich auch keinen YouTube-Content. Aber wir sehen uns wieder, wenn ich wieder zurück bin und dann gibt es wieder Videos aus Bali.
Ich freue mich sehr drauf. Lasst es euch gut gehen. Schreibt mir gerne mal unterhalb in die Kommentare ein kleines Feedback. Arbeitet ihr auch? Lebt ihr auch in den Extremen oder macht ihr aktuell irgendwie alles so ein bisschen? Und vielleicht hat das heutige Thema ja etwas angestoßen bei euch und ihr sagt, komm, das will ich auch mal mehr machen. Ich freue mich von euch zu hören. Wir sehen uns, habt einen wundervollen Tag. Cheers.